Ja, der Rennbrunnen ist auf mich auch zugehoben. Und ich bin viel mit dem Hund dort gewesen. Und von dem her ist es ein relativ spezieller Ort für mich, weil ich mit dem Hund bin aufgewachsen und mir eigentlich ziemlich am Herzen ist gelegen. Und ja, und nachdem er ist gestorben, habe ich halt versucht, das immer noch beizubehalten und bin immer wieder dort angegangen, auch wenn es mit der Zeit nicht mehr so schön ist, weil es hat dort einmal zwei Bäume gehabt. Vor 7 Jahren haben sie den einen Baum müssen fällen, weil er irgendeinen Parasit hatte oder so etwas. Ja, irgendeine Krankheit. Und dann haben sie ihn müssen fällen und ja. Es ist schade, dass sie ihn haben müssen fällen, weil mit zwei Bäumen hat es noch viel besser ausgesehen. Das ist im Prinzip meine Heimat dort oben. Und ja. Ich denke, ich werde auch in 30, 40 Jahren immer noch dorthin gehen, weil es einfach für mich ein sehr wichtiges Plätzchen ist, zum Abschalten. Ja, wo ich nicht wird vermissen irgendwann. Und ja, es ist halt der Rennbrunnen. Es ist immer eine herrliche Stimmung dort, ob man zum Morgen geht, wenn die Weite noch leicht mit dem Nebel bedeckt ist und der Baum, wo man, ja, wenn man links runter schaut, sieht nur so Krone aus dem Nebel raus schaut und das Wäldli dort, wo nur so halb raus schaut. Und ja, oder ob man am Mittag geht, wenn die Sonne scheint, kann man dort im Schatten vor Linden hocken. Und am Abend ist halt einfach immer, ja, die Oberatmosphäre, der Sonnenuntergang über dem Jura, ist immer alles ringsum rosa gefärbt, bis zu den Alpen. Ja, es ist einfach ein geniales Plätzchen. Und wenn man sich dann gerade um 180 Grad dreht und am Jura entlang schaut, ist es noch einfach, je nachdem wie viele Wolken das hat, ist einfach blau-grauer Himmel. Und ja, der Übergang zwischen ihnen, das sieht einfach jedes Mal fantastisch aus. Und ja, es ist. Ich kann einfach abschalten, wenn ich es sehe. Und es ist einfach ein Plätzchen, wo ich entspannen kann, weil halt auch viele Kindheitserinnerungen dranhängen. Wie zum Beispiel, dass ich mal einen ganzen Tag mit meinem Nachbar zusammen nach einer Münze habe gesucht, wo. Ja, also, es ist so gewesen. Der eine Nachbar von uns hat eine römische Münze dort irgendwo am Boden gefunden. Und wir wollten auch so eine finden und dann waren wir einfach den ganzen Tag dort gewesen. Und ja, wir haben leider keine gefunden, aber es war gleich ein toller Tag gewesen. Und wir sind dort umgeben, ja, von einem uralten Bauwerk, das immer noch existiert. Also es sind immer wieder so Tonsteine vorgekommen und so. Und dann haben sie mal angefangen ausgraben und dann ist dort eine ziemlich grosse Villa rausgekommen. Und dann haben sie es eben wegen der Landwirtschaft wieder müssen zu tun. Und dann haben sie nur den Römer Brunnen lassen. Ja, die haben gewusst, wie man lebt, die Römer. Also gut, nein, es ist eigentlich schon früher. Der Eichholzhügel war schon früher bewohnt. Ja, ist ein Ort mit Geschichte. Etwa 5 bin ich gesehen, habe ich mit dem Gespänli von unten nachher mit meiner Schwester durch den Hahn geschaut, wo die Frau Großmutter Lanz vis-à-vis beerdigt worden ist. Da ist ein schwarzer Leichenwagen gekommen mit dem Ross. Und ich weiß noch, wo die den Sarg rausgedreht haben und auf das Wagen rauf, da habe ich furchtbar angefangen. Ich habe dort die Grossmutter Lanz habe ich vom gesehen gekannt, aber geredet hat das eigentlich mit uns Kind wenig. Aber das hat mir so einen Eindruck gemacht. Und später hat mir dann eben meine Mutter erzählt. Sie hat eben mit dem Mutterli geredet, dass die
nie darüber weggekommen ist, dass ihr Sohn 1918, wo die Grippe war und der Generalstreik und ihre ganze Familie Grippe hatte, hat der Herr Manni in die Apotheke etwas holen und hat müssen von der Bettenstrasse durch ein kleines Weg in die Solothurnstrasse kommen und ist unglücklicherweise in dem Moment auf die Solothurnstrasse rausgekommen, wo die Truppen von Solothurn hergekommen sind, woher sollen die Streikbrecher, die die Bahnlinie von Solothurn Biel wollen unterbrechen, die haben die sollen kommen, wegscheuchen. Und die sind dann gerade auf der Solothurnstrasse gegen Grenchen gekommen. Und in dem Moment, wo der dort aus dem Weg rausgekommen ist, hatte ich offenbar das Gefühl gehabt, der können wir jetzt da, ich weiß ja nicht, was ich machen kann. Und haben angefangen zu schiessen. Und im gleichen Zug sind noch zwei andere junge Männer angeschossen worden. Ich weiß nicht, ob das Streiker waren. Dort hat es früher verschiedene Läden gehabt. Das Kaisers Kaffeegeschäft war da. Und nachher waren eben so kleine Wägel. Da war hier ein Gemüseladen und hinten dran ein Schuhmacher. Und nachher ist, glaube ich, so das Restaurant Ochsen gekommen. Dort war auch noch mal ein Wägel in die Solothurnstrasse. Und eben der Hermanni Lanz ist offenbar von da irgendwie vielleicht über den Mährenplatz und nachher so über ein dünnes Wägli. Weil einer dran, da ist die Apotheke Lenzinger gewesen. Das war dann sicher die einzige Apotheke, die es gab. Und dort hat er, weil ja die ganze Familie Grippe hatte. Aber offenbar ist das einfach für... Und die Soldaten sind von Solothurn gekommen und sie wahrscheinlich nicht mehr weiter weg sind. Und wenn dann einer plötzlich von der Seite reinkommt, das war offenbar eine Provokation gewesen, oder ich weiß nicht, warum das die geschossen haben. Aber der Südbahnhof war besetzt von Streikenden, weil sie wollten die Bahnlinie unterbrechen. Und die Soldaten haben offenbar dort herwollen. Im Grunde hätten die gar nicht so weit für, die hätten schon vorher können. Aber sie wollten offenbar bis zum Leuenwell und dann dort gegen den Bahnhof. Und das Traurige von der ganzen Geschichte war ja, dass eigentlich der Streik schon abgebrochen war. Aber dann sind die Nachrichtenverbindungen noch nicht so schnell durch. Also irgendjemand hat das Kommando den Abbruch von dem Generalstreik noch nicht durchgegeben. Und darum hat die dort noch geschossen. Und das ist schon 18 passiert, also die Geschichte haben wir nicht mehr erlebt. Aber der Enkel von, oder der Neveu von dem, der erschossen wurde, ist der Enkel von der Frau Lanz. Der hat viel mit uns gespielt, das war ganz Liebe. Und eben, da hat mir so Eindruck gemacht, weil wir können lesen und der hat einen grossen Bär gehabt und dann hat er einen Pullover und eine Kappe gemacht und Hose. Und ich sehe den Bär immer noch, das ist einfach, dass der Walti hat können lesen und den Bär anlegen, das hat mir als kleines Mädchen wahnsinnig Eindruck gemacht. Und das Mutterli Lanz hatte vorher einmal der Mama erzählt, eben die ganze Geschichte von dem Hermann. Und die hat immer darauf gewartet, dass sich jemand von der Regierung entschuldigt, dass man ihren Sohn erschossen hat. Und als mir das Mutter erzählt hat, da war das Mutterli schon gestorben, aber das hat mir eigentlich wahnsinnig Eindruck gemacht. Und dann habe ich auch wenig und nichts verstanden von diesem Generalstreik. Aber dass Schweizer Soldaten auf Schweizer junge Männer geschossen hat, das ist mir einfach rein. Und das hat mich wahrscheinlich sogar politisch bis zu einem gewissen Grad geprägt. Und ich weiss, meine Schwester hat gesagt, sie habe glaube noch mit dem Walti, sie auf dem Friedhof, dann war das Grab von dem Hermann Lanz noch gewesen.
Es war noch ein paar Mal dort, aber das ist natürlich schon lange nicht mehr. Aber jetzt haben ja die drei jungen Männer auf dem Zeitplatz eine Tafel. Ich weiß nicht genau, was der Name steht dort. Und ich glaube, das ist echt, das muss 2008 wahrscheinlich haben sie die dort versenkt. Und da war auf dem Meerplatz eine kleine Feier gewesen. Und das hat mich einfach Wunder genommen, wer da überhaupt kommt. Aber ich muss sagen, der Aufmarsch war sehr bescheiden gewesen. Aber ich muss sagen, diese Geschichte, die hat mich also schon auf einem Weg wahrscheinlich ein bisschen geprägt. Aber der Herr Lanz, das habe ich ja dann als Kind noch nicht verstanden, aber der hat manchmal so zynische Bemerkungen gemacht. Aber die habe ich nie nachher näher tun. Aber mir hat gemerkt, irgendwie ist auch bei ihm eine Bitterkeit durchgekommen. Und der, also eben zu dem Mutterli-Land, das ist einfach so eine Frau gewesen, die immer traurig war und schwarz angelegt. Und als Kind habe ich eigentlich sie gesehen nicht. Und mir hat einfach schon gewusst, sie ist traurig. Aber dort habe ich auch nicht gewusst, warum. Und das war nachher eigentlich die erste Person, die es geheißen hat, jetzt ist Frau Lanz gestorben. Und dann nachher, aber hat sie gesagt, heute wird sie beerdigt. Und nachher sind wir alle in die Garde, aber dann hat es dann geheißen, also die Götter da nicht die Nase stecken. Und darum sind wir hinter dem Haar geblieben und haben dort durchgeschaut. Und dann hat die Männer den Sarg rausgedreht und auf den schwarzen Wagen geladen. Und das Ross habe ich ja vorher auch noch nie gesehen. Das hat schwarze Ohren, ein Ding angehabt, so Ohrenwärmer oder ich weiß nicht. Und eben eine schwarze Decke. Das hat also wirklich einfach traurig ausgesehen. Und dann ist der Wagen langsam angefahren und da sind ganz viele Leute hinten nachgelaufen. Und warum, dass sie da plötzlich so anfangen, aber das habe ich auch nie vergessen, aber ich weiß es nicht. Nachgestanden ist mir die Frau Lanz eigentlich nicht. Also dort ist eben der Wald, der Enkel, das, bei der dort, das weiß ich nicht mehr, aber der ist ja wahrscheinlich dann auch hinter dem Sarg gelaufen. Ob mich das so traurig gemacht hat, oder einfach, dass mir jetzt da jemand so in einer Kiste einen Weg führt, nicht? Und es ist gelungen, ich habe nachher auch nie auf dem Friedhof zum Beispiel gefragt, wo ist jetzt die Frau Lanz? Mit dem, dass sie dort mit der Kiste fort ist, ist sie eigentlich eben für mich nachher ein Weg gewesen. Und ihre Geschichte hat mir dann einfach später erst Mama erzählt. Nicht? Dort wäre ich noch zu klein gewesen. Aber das war das so etwas Prägendes gewesen. Das erste Mal, dass ich ja nicht gewusst, dass das ist, wenn jemand stirbt. Nicht? Und ich muss sie dann also auch nicht schauen. Ich habe sie nicht gesehen im Sarg. Aber so etwas Endgültiges und eben etwas Trauriges. Die Leute, die dort nachher hinter dem Sarg haben, die viel haben. Also haben sie das Gefühl, ich muss jetzt so brüllen. Ich weiß nicht mehr viel, wo ich so klein war. Aber das und die zweite Todesfall war dann nachher meine Grossmutter gewesen. Aber dann bin ich schon in der ersten Klasse. Aber die habe ich auch nicht gesehen, als sie gestorben war. Aber bei der Frau Lanz war eigentlich das erste Mal jemand einfach dann nicht mehr da gewesen, nicht? Verschwunden. Also es gibt eine Geschichte von einer Frau namens Vittoria Caprara. Und diese Frau ist 1851 geboren und 1921 gestorben. Also ist sie 70-jährig geworden. Und die Frau Vittoria Caprara wohnt bei uns seit rund 20 Jahren im Garten, neben unserem Hassel. Und dieser Frau geht es wahnsinnig gut, weil ich glaube, die fühlt sich scheinbar wohl.
Und grundsätzlich ist es ja wirklich so, dass Frau Caprara wahrscheinlich einen relativ langen Weg hat gebraucht, bis sie zu uns gekommen ist. Das heisst, sie ist eigentlich gefunden worden. Sie ist eigentlich eine Findelfrau irgendwo. Und zwar haben wir sie gefunden, so an einer Ecke, so Friedhofstrasse, aber dann doch nicht ganz beim Friedhof Grenchen. Und dort ist einfach ganz längswegs so eine Art schwarzen Obelisk gelegen. Und dann sind wir näher her, das weiss ich noch. Und ich habe gesagt, ich möchte den kehren. Und bis dann hatte ich nie irgendwie einen Bezug gehabt, heftig zu Grabstein, auch gerade gar nicht zu Obelisk und gerade gar nicht aus schwarzem Marmor. Und dann haben wir den gekehrt, ich glaube, wir waren dann etwa 4 Leute gewesen, und das war unendlich schwer gewesen. Und nachher war auf dem Stein oben so ein ovales Fötel gewesen. Und eine ganz freundliche Frau hat mich dann angelacht. So wirklich eine Frau wie, man kann es gar nicht so sagen, sie war nicht eine Grosse gewesen, und es wäre auch nicht eine Schwester gewesen und auch nicht wirklich außerordentlich mütterlich, sondern einfach so eine Frau, wo man sich alle Geschichten dazu hat können ausdenken. Und wir sind nachher heim, unverrichteter Dinge. Und etwa 2 Stunden später habe ich jemandem angerufen, der ein Lieferwägeli hatte. Und habe gesagt, die gehört doch her. Die gehört doch nicht am Strassenrand jetzt. Und jetzt ist die Vittoria Caprara bei uns im Garten. Und solange wir hier sind, wird sie hier bleiben. Wenn wir mal nicht da mehr sind, habe ich sogar das Gefühl, sie wird mitkommen. Und unten dran steht auch, ich weiss gar nicht mehr, ich bin nicht so gut im Italienisch, glaube ich, Riposi in Dio. Also Ruhe im Frieden eigentlich. Und mich jetzt doch mal, also es ist alles besser als am Strassenrand. Und Frau Caprara hat mich jeden Morgen höchst freundlich angelächelt. Und ich habe das Gefühl, die freut das unwahrscheinlich, dass sie jetzt einfach da ist. Und ich überlege mir 1000 Sachen. Ich überlege mir, ob sie vielleicht Köchin gewesen wäre. Aber für das ist sie mir fast zu zart. Da habe ich mir überlegt, vielleicht hat sie genäht. Vielleicht hat sie wirklich einfach genäht. Für das hat sie so ein bisschen, so ein filigranes Gesicht. Oder ich habe mir überlegt, sie könnte irgendwelche Kind Deutsch gelernt haben, weil sie vielleicht das Deutsch ein bisschen besser hätte können. Und ich denke mir, jeder, der dort vielleicht vorbeigeht oder das Bild sieht, der kann sich einfach nachher seine ganz ureigene Geschichte basteln. Dort, wo Frau Caprara heute wohnt, das ist der Traubenweg 11. Und dort muss man einfach halt nachher beim Namensschild gehen rufen. Dort steht Städtler dran und Hänzi steht dran. Und wenn man daheim ist, dann wird man sicher freundlichst begrüßt. Sowohl ich als auch Frau Caprara würden uns ja dann heftig freuen, oder? Ich bin schon als kleines Kind, ist man jede Woche einmal auf den Friedhof gelatscht. Also nicht zu Grenchen, ich bin ja nicht zu Grenchen aufgewachsen. Das war ein Ritual, auch jeden Samstag. Man war mit diesen Verstorbenen irgendwo auf Du und Du gewesen. Die sind alle einträchtig irgendwie nebeneinander gewesen und allen hat man gleich viel Wasser auf das Grab gegeben. Und wenn ich mit meiner Grossmutter geredet habe ich Gott sei Dank vielleicht sogar beide Grossmütter, und ich beide sehr geliebt habe, Frauen gewesen, die offen über den Tod geredet haben und auch relativ angstlos. Und auch in unserer Familie ist immer ganz offen über den Tod geredet worden. Und jetzt meine alten Eltern redet über ihren eigenen Tod auch offen. Und das, ich schaue es als Riesengeschenk an, weil ich weiss einfach, dass bei vielen Familien das gibt es nicht, fertig, oder? Und das wickelt man ab, so als man geht ins Spital sterben und dann wird das alles so irgendwo ganz anonym dann abgewickelt. Und da nimmt man, glaube ich, einfach manchmal den Hinterbliebenen oder denen, die Zeit braucht zum Abschied nehmen, nimmt man eigentlich viele weg, indem man das alles dann ganz in die heutige Zeit passend macht. Und da finde ich dann auch, das könnte ein Teil von Lebensqualität sein, wo man unter Umständen jemandem nimmt. Aber für mich ist es einfach nicht so, ich schaue es als etwas an, wir werden geboren, wir sterben und so ist es. Und die einen früher und die anderen später. Und eine Erklärung, warum und wieso, das gibt es ja nicht, Gott sei Dank.
Und wenn man vielleicht älter wird und eventuell eben dann konfrontiert wird mit Todesfällen, die einem ganz selber und persönlich betreffen, dann fängt man an von reflektieren, dann fängt man an von denken, dann überlegt man sich dieses oder eins. Und das ist nicht nur immer nur durch entsetzlich abgrundtiefe Trauer prägt, sondern eben manchmal durch unendlich viel Kraft bekommen. Also in dem allem innen ist so, das ist so wie der Kreislauf. Es geht immer, immer, immer weiter. Und es lehrt einem dann vielleicht, wenn man sich vielleicht dem Gedanken an Tod mal stellt, dass man sich selber nicht so grauenhaft wichtig nimmt. Und für mich war es einfach so, als ich meinen ersten Mann verloren habe, ganz, ganz plötzlich war es so, dass ich ganz, ganz, ganz im freissigen Friedhof Gänger geworden bin. Das ist ein schöner Platz zu kränken. Es ist eigentlich ein friedlicher Platz. Und man lehrt nachher irgendwo so mit dem Tod, habe ich das Gefühl, ich kann einfach ganz alltäglich umgehen. Man lehrt dann ganz, ganz verschiedene Leute kennen. Man lehrt Mütter kennen, die ein Kind verloren haben. Man lehrt die kennen, die vielleicht schon seit 20 Jahren irgendwie ein Grab pflegen. Man lehrt irgendwo so die Jahreszeiten kennen. Man macht eine Frühlingsbepflanzung. Man macht eine Sommerflor. Das habe ich früher gar nicht gewusst, dass das ist. Man tut ein Laternchen her, wenn man das möchte. Und vielleicht ist in der Luft oder irgendwo in der Erde etwas von dem Menschen, den man geliebt hat. Und man hat noch das Gefühl, es ist nichts verloren, es geht alles weiter. Und es hat gar nichts mit irgendwo Religion zu tun, sondern einfach mit dem tiefen Glauben, es geht alles irgendwie weiter. Und alles hat seinen Grund und alles hat seine Berechtigung. Und man geht einfach angstlos und eigentlich tröstet wieder sein Tagwerk nach und denkt, es ist gut so, wie es ist. Und man kann sich auch nachher viel besser überlegen, wie es denn selber wäre, wenn man dort wäre. Und auch da, einmal was mich angeht, kann ich viel angstloser damit umgehen. So als ganz etwas Natürliches, dass der Tod zum Leben gehört. Also am Sonntagmorgen bin ich gerade tanken und als ich fertig war, habe ich weggefahren und dann kommt mir Sinn, dass ich den Deckel nicht drauf da habe. Ich bin noch einmal ausgestiegen. Es sind zwei Spuren eigentlich nebeneinander bei der Tankstelle. Und ich war an der Tankstelle dran, habe den Deckel noch drauf da und in der Zeit, wo der Deckel drauf da kommt das Auto auf der Tankstelle nebenan auf dem Trottoir. Und dort ist der hergefahren, von Biel Richtung Solothurn. Und halte da, das Fenster daneben, und dort war ein jüngerer Bub auf der Fensterseite gewesen. Und auf der anderen Seite war ein fremder Mann gewesen, den ich nicht gekannt habe. Und der hat mit der Hand eine Pistole in der Hand gehabt, hat die über den jungen Bub rüber gehabt, zum Fenster aus, ca. einen Meter von meinem Sitz, und hat abgedrückt. Dann hat es gemacht, Klick! Dann ist das neu gesehen. Ich dachte, ja, der macht den Leuten Angst. Ich sagte, hey, du Dummerkerl, was machst du eigentlich? Geht's dir noch? Die sind gerade auf und davon. Und dann dachte ich, ja, hast du die Leute nicht Angst bekommen, dann macht den Leuten einfach Angst. Gehst du das gerade melden? Ja, dann frei gehabt. Bin sofort zum Bruder raus. Der ist etwa 200-300 Meter von der Tankstelle weg. Der hat die Polizei angerufen. Und die haben gesagt, wir suchen den. Der hat bereits ein Verbrechen in Biel begangen, hat zum fahrenden Auto aus den Scheiben geschossen, im anderen Scheibe rein, und das Projektil, der Schuss, ist beim Biel-Bözinger, bei einem Mann in der Brühe bleiben stecken. Dann habe ich gesagt, eben, dass ich gerade jetzt richtig fahre, richtig Solothurn, und sie hat gesagt, ja, sie haben drei Patrouillen draus wegen dem. Und das haben sie ihnen können anhängen. Und dann ist so lang gegangen, bis in den Zocken mit den Nagelgurten stellen konnte. Das habe ich natürlich dann alles neu mitbekommen, oder? An der Stelle, wo sie ihn dann verhaften konnten, haben sie festgestellt, dass bei der Pistole eine Ladestörung war. Dass eine Patrone eingeklemmt war beim Verschluss der Pistole. Und Angst hatte ich eigentlich dann direkt keine gehabt.
Das hat mir eigentlich nichts gemacht, weil ich meinte, der macht nur Blödsinn, oder? Wäre ganz anders gewesen, wenn ich es im Voraus gewusst hätte, wie der Fall wäre. Als der Ladenstörung hatte, so, wäre nicht mehr so lustig gewesen, dann hätte ich auch schon ein bisschen irgendwie anders reagiert. Aber machen hätte ich auch nicht mehr können machen, weil er sofort der Polizei anzieht. Ich war ja dort im Zivil gewesen, oder? Nicht in der Uniform. Wenn ich den Deckel dort nicht hätte vergessen drauf zu sehen, wäre mir rein nichts passiert. Aber danach dort bei der Tankstelle gerade auf einen anderen von der Tankwart schon wollte schiessen, das weiss ich nicht. Hat eventuell, man weiß ja nicht, können die Pistole, die Ladestörung hatte, hat er können wieder in Gang bringen. Es hat können sein und hat einfach eine weitere Person können treffen, oder? Bis man sie hatte. Das Nummer habe ich natürlich schon gemerkt und ihnen gemeldet. Und habe gesagt, ja, genau das suchen wir. Weil das Biel, haben sie das Nummer auch schon gewusst, oder? Mal, das habe ich natürlich schon geschrieben. Aber jetzt weiss ich es nicht mehr, das ist vorbei. Das ist natürlich etwas langjähriger Dings. Ich bin dann selbst 2000, ich kann mir vorstellen, bei 67 zur Polizei. Also, so lange dabei gewesen, als das automatisch Routine ist. Also, ich habe immer gerne auf die Nummer und mehr geschaut, wieder aufs andere. Ja, sowieso eine Tendenz gehabt. Ja, Automarke immer schlecht könnt. Zahlen, das fast nicht. Eben, Zahlen ist mein Ding, kleines Hobby. Ja. Eben, das war so, das war am 2. Juli, am Sonntag, 2000. Und es hat sich ergeben, dass der Cousin mein Jahr darauf eingeladen hat. Zu einem Brunch mit etwa 30 Personen. Und man hat mir das so erzählt. Und von dort an hat er gesagt, er macht das immer. Und das ist heute noch. Das ist am 2. Juli dieses Jahr, an einem Samstag. Haben wir einfach den Brunch, vielleicht sind wir Nummer 20. Hat einfach zur Feier des Tages, als der Funkhäuser-Teis von Grenchen vorgekommen ist, macht er jetzt einfach das. Und die haben es einfach auch ein bisschen, denkt einfach immer wieder dran. Aber, weil ich schon ein bisschen glücklich war, dass ich nicht habe so eine Blumen ob sie blasen, oder? Ich weiss, wenn die 40 Jahre bei der Polizei waren, dann gibt es so manches Erlebnis oder Geschichten. Man ist schon ein bisschen abgehört, das ist ganz klar. Aber gleich eben nicht ganz alles. Wenn das alles zum Vorhinein war, wir hatten einen Fall gehabt, wo ein Kollege hing ein Pult ab ist, wo einer mit der Maschinenpistole von außen geschossen hat. Da haben wir noch selbst, die ausgerückt sind. Das war der Mehr, der jetzt in dem Fall. Ob schon der passiert ist, viel schlimmer, oder? Das hat er gehört. Da ist man schon ein bisschen mehr auf. Aber normal ist man einfach so fest abgekettet, wie bei Verkehrsunfällen, was Blut und alles, was da ist. Das macht einem weniger. Nichts mehr mit der Zeit. Oder es sind Kinder. Das ist der Fall noch etwas anderes. Bei mir. Also, von mir aus gesehen ist Grenchen eine der sicheren Städtchen. Dorf. Anführungszeichen. Ein kleines Polizeikorps. Die müssen halt alles machen. Und wir hatten Ambulanzdienste, wir hatten Nachtdienste. Es hat schon spezielle Abteilungen gegeben. Verkehr, Quartier. Das ist schon, ich bin auch eine Zeit lang im Quartierdienst gewesen, wo ich nur ein Quartier hatte. Das hat man früher gemacht. Von mir aus gesehen sehr gut gewesen. Weil der Kontakt mit den Leuten war einfach da gewesen, oder? Die ältere Generation, die weiss doch ganz genau, wer der Funkhäuser-Teis ist. Sagen wir so von 55, 60 Jahren, oder? Schon wegen den Dings, was da mal Sachen kommen. Weil, wegen dem Töffli frisieren, oder? Ich hätte es auch gemacht, wenn ich Polizist gewesen wäre. Aber ich bin natürlich nachher drauf gewesen, weil ich die Gefahr auch gesehen habe. Was ich ein Töffli weggemacht habe. Und da bin ich auch immer gestanden in den Dings mit dem Töff. Wenn das habe ich genau den Ton gehört, das ist frisiert. Ich sage mir gerne, ein Vater muss auch streng sein. Ich bin der Meinung. Also, nur das machen, alles zusammen, da also bin ich komplett dagegen. Nicht bös verjetten oder irgend so, aber zeigen, wo drinnen es geht. Oder? Das ist Vaterliebe. Und so ist der Polizist eigentlich auch. Zwischen etwas tolerieren wieder. Das war schon so gewesen bei mir. Also bei mir hatten sie Chancen, wenn sie lieb waren zu mir. Ich habe viel mal nachher auch gedacht, der Arme muss das Geld auch verdienen. Und etwa da wieder gesagt, hopp,
nächstes Mal. Aber das heisst ja nicht, dass ich dann einen, wenn er dann wiederkommt, schon zwei, drei Mal, was ich dann nicht gemacht habe. Dann nicht auch noch. Wir befinden uns auf dem Schulsplatz zwischen Schulhaus 1 und Schulhaus 2, Römisch 2. Und im Schulhaus 1 ist im Spätsommer 67 zu 90%, ich würde sagen vielleicht 68, aber ich sage mal 67, Spätsommer, ein Brand passiert, ein verheerender Brand, wo nachher auch das Schulhaus vom zweiten, dritten Stock an verändert ist worden, oder? Ein neues Ding bekommen hat, einen neuen Balkon bekommen hat, als das Chemiezimmer nicht mehr dort ist, was es war, und so weiter. Und der Brand ist ausgebrochen im Chemiezimmer. Und wir waren dann natürlich sehr jung, 7-jährig, oder? Und alle waren schockiert. Und eine Lehrerin ist reingekommen ins Schulzimmer und hat gesagt, ihr müsst weg, die müsste rausgehen, sofort. Und zwar, weil es brennt, das ist gefährlich. Und wir haben natürlich alle gesprungen. Ich würde schätzen, es war am Montag oder am Dienstag. Und eine Woche später, am Montag, haben wir wieder in die Schule gehen können. Also, ja, wir haben nicht Freude gehabt, als wir nicht in die Schule gehen oder so. Also, die Angst hat überwiegt, als die Freude, keine Schule zu haben, oder eine Woche lang. Oder? Einfach so. Ja, der einzige Freund von mir, der nebenan, der hat noch seine Finger vergessen, hat noch von der Mutter einen Kessel bekommen daheim, oder? Also, er hat mir nachher gesagt, er hat lieber nichts gesehen mit diesen blöden Finken, oder? Der hat sich auch nicht gefragt, oder? Die ist ja eh froh, dass sie mich gesehen, dass ich noch lebe, oder? Und ich kenne sie, Mutter. Jetzt ist sie gestorben, Gott hat sie selig, aber ich kenne sie. Meine Großmutter war schockiert, weil ich mit der Großmutter nicht gelebt habe, weil dann ist gerade meine Mutter weggegangen, leider, oder? Für immer ist sie fortgegangen, aber wie auch immer, auf jeden Fall, ich bin nachher heimgegangen. Und das war dann ein extremes Erlebnis für jeden, der dort drin war. Ein Bub oder Mädchen, eine Lehrerin oder Lehrer, für jeden war das sehr schockierend gewesen, oder? Es hat sogar Schüler gegeben, dann hat es sehr wenige Ausländer gehabt. Sagen wir, Ausländer waren dann, ein Jugoslaw habe ich gekannt, vier, fünf Italiener. Und ich war der Welsch, der auch Französisch können oder und so, ich konnte nicht gut Deutsch können. Und die Spanier jetzt noch gehabt und wir sind immer zusammen gewesen. Wir Ausländer, sogenannte, ich bin eigentlich Schweizer, aber ich bin auch wie ein Ausländer behandelt worden von den Schülern. Darum waren sie einfach auch zusammen gewesen und so. Wir haben miteinander, ja, eine Art sind wir eine Gruppe gewesen, oder, die zusammengehört hat. Wir haben das gleiche Problem gehabt eigentlich, oder? Wir haben nicht gut Deutsch können auch, oder? Das hat uns zusammengeschweißt, oder? Und darum eben, es ist sehr ans Herz gegangen und so. Und ich habe nachher die Schule verloren, eben weil meine Mutter weg ist gegangen. Und ich bin nachher ins Kastutz-Schule gegangen, das ist eben da, wo meine Großeltern gewohnt haben. Das war natürlich schade gewesen, oder? Weil, ja, da sind viele Freundschaften natürlich nachher nicht mehr so gewesen wie vorher, oder? Vor allem, wenn man jung, wenn man klein ist, oder? Kann man nicht entscheiden, wo jetzt zu dem gehen. Sagen die Eltern, was läuft, oder Großeltern, oder wie auch immer, oder? Also, ja. Ein paar Monate bevor der Brand war, oder zwei, drei Monate bevor der Brand war, ist meine Mutter einfach abgehauen. Mit einem anderen Mann, oder? Und nachher haben meine Eltern geschieden. Aber erst zwei Jahre später, aber sie hat sich zuerst getrennt, oder? Und wir sind mit den Großeltern aufgewachsen, ja. Oder? Es hat gut dazu gepasst, das Ganze, oder, irgendwie. So, Schule ausgebrannt, oder, Mutter haut ab, oder, und, ja, es ist irgendwie, es hat gepasst, irgendwie, ja. Einfach so, ja. Auf Französisch gibt es ein Sprichwort, und das heisst, «Pach dich, c'est un peu mourir». Also, gehen ist wie ein bisschen sterben, oder, und das war effektiv so gewesen, oder? Das Gefühl, das ich effektiv dann so hatte. Oder? Also ein Teil von mir, der gestorben ist, von dem Gefühl her, auf jeden Fall ganz sicher, oder? Definitiv. Und auf jeden Fall, ich werde das nie vergessen, oder? Das ist etwas, immer wenn ich dort durchlaufe, manchmal kommt es mir nicht zählen, manchmal nicht, aber 90%, wenn ich durchlaufe, muss ich immer raufschauen, so, mit dem neuen
der neu gemachte Stock, der total nicht in das Haus reinpasst, in das alte Haus, oder, wo 1800 irgendetwas ist das gebaut worden, 1888 oder 1890 oder 18 irgendetwas, oder etwas, was vor 30 oder 40 Jahren gemacht wurde, wo dann modern ist, halt, oder, es fasst nicht Fuß auf ein Auge, oder, es passt überhaupt nicht, oder, furchtbar, oder, ja, also, ja. Das ist schon ein bisschen, man fragt sich irgendwie, oder, aus alt machen neu. Und ja. Es ist nicht immer gut, dass das neu ist. Oder? Also. Aber das ist Ansichtssache. Wie bei allen Sachen. Ja. Ja, die das erlebt haben, ja, mit einem Schokolade, mit dem Pfinken vergessen hat, oder im Vergess, die er dort gelassen hat. Mit dem habe ich vorletzt geredet über das. Das ist eben Italiener, oder? Und der hat mir auch gesagt, dann haben wir recht schon einen gehabt. He. Gesagt, wir haben schon etwa wie eine Katze im Leben, he. Und dann haben wir das erste Leben aufgebraucht. Und effektiv, ich sehe das auch so, dann haben wir wirklich das erste Leben aufgebraucht, effektiv. He. So in den Games, die es da heute gibt, oder? Da ist es drei Leben, dort haben wir auch schon mehr als, dort haben wir auch zwei gebraucht. Also, ja, das ist ja so. Das ist so die Geschichte, die man kann sagen, über den Brand, den, das Schulhaus brennt und keiner mehr muss in die Schule gehen. Ja. Also wenn ich daheim bin und wenn es mir langweilig ist und ich nichts zu tun habe, rufe ich einfach immer den Landrit an und frage, wo er ist. Und wenn er bei ihm im Garten ist, frage ihn einfach, ob er zum Stein kommt dort, weil das ist schon nicht weit entfernt. Etwa 2 Minuten. Also ich gehe immer mit dem Velo und da ist zu Fuß. Also wir gehen bei diesem Stein, weil das der Grösste dort hat und man kann dort hocken, liegen, wenn man will. Er ist nur gross. Dort ja, und es hat auch ein Bächli dort neben dem Stein. Es ist auch so wie eine Brücke, kann man dort drüber laufen und ja. Wenn es warm ist, ziehen wir die Socken ab und in die Füße drin. Also manchmal, ich nicht so. Nein, du nicht. So, wir reden über Schule, über also die Freizeit, was man so hat gemacht und was man nachher macht oder ob wir zusammen nehmen wollen gehen. Oder ich finde es eben auch schön, dass Landrit manchmal sich ein bisschen Brüder mitnimmt. Und manchmal reden wir auch mit ihm so ein bisschen. Dort hat es auch noch eine Strasse, wo Autos fahren. Und wenn man beim Stein sitzt, dann sieht man die Autos. Und wenn die Mädchen vor die Party kommen, also hübsche Mädchen, dann legen wir uns, dann legen wir denen halt zu, wie sie laufen. Also sie sagt sie nicht. Nein, also ich nicht. Er fragt, ob er MSN-Nati von ihnen darf oder so. Damit er mit ihnen Kontakt aufnehmen. Ja. Wir reden auch so manchmal über unsere Zukunft. Was man mal einmal arbeiten oder was so. Was mit Frau, also was wir unsere Frau haben. Ich wollte mal eine Frau aus Kosovo, weil sie dort, weil Frauen von dort schöner sind und einfach, weil sie, ich bin selber Kosovo-Albaner und wenn ich eine Schweizerin als Frau nehmen würde dort vielleicht nicht so Freude haben, weil sie nicht so richtig Deutsch und dann würde sie sich nicht richtig verstehen. Mit dem ist es besser, eine Frau von der Heimatstadt zu nehmen, die der Mutter besonders hilft, gefällt und mir selber auch. Also ich möchte gerne in Grenken bleiben. Ich will, dass auch meine Kinder, falls sie bekommen, in Grenken aufwachsen. Also, meine Eltern kommen von Kosovo und daher rede ich mit meinen Eltern auch Albanisch und Schwestern reden Deutsch. Ja, und er kommt eben auch genau vom gleichen Ort.
wo ich komme. Ich komme so, also wenn wir in die Ferien gehen, gehen wir meistens zusammen. Ja, wir fahren mit zwei Autos nach Kosovo. Dann fahren wir entweder hinter ihr Auto oder vor ihnen. Und wenn wir dann Pause machen oder wenn wir mal müssen tanken, nehmen wir einen Bauer mit. Und wenn zum Beispiel unsere Eltern müde sind und schlafen, spielen wir einfach durch Schutt oder einfach so etwas. Wenn wir am Fahren sind, telefonieren wir auch manchmal. Dann läutet er mir oder ihn Leute an, fragen, was er macht, ob er schlafen kann ob er zu uns ins Auto kommt. Er kommt zu mir, weil wir haben ein grösseres Auto. Wir haben mehr Platz hinten. Wir sind beide ein bisschen gross und wir brechen. Der taucht nachher einfach in die Mitte. Der Ort dort heisst Bujanac, wo wir wohnen. Dort gibt es halt keinen Stein. Dort gibt es einfach, wenn wir nichts zu tun haben, die noch an. Ob er rauskommt, wer weiß, wo ich dort wohne. Dann kommt er, entweder ich gehe zu ihm oder er kommt zu mir. Dann überlegen wir uns, wo wir hin wollen. Wir gehen manchmal einen Kaffee trinken. Einfach laufen wir manchmal dort. Oder gehen zusammen etwas essen. Das Gränke ist nicht so ein... Was soll ich sagen? Das Gränke geht nicht, nicht so, so schön wie dort. Da gehen nicht so viele Leute raus am Oben. Also beim Steiren haben wir auch manchmal über unsere Freundschaft. Wo wir noch früher zusammen geschaut haben. Ja. Wir haben uns nämlich dann kennengelernt. Beim Schutten. Wir haben fast alles zusammen gemacht. Ja. Wir sind zusammen in die Ferien. Wir machen zusammen ab, gehen zusammen raus. Wir machen halt ein bisschen alles zusammen. Dann sind wir in der gleichen Klasse. In der 7. Klasse sind wir zusammengekommen. Dann bleiben wir auch so zusammen. Also wir fragen uns manchmal auch, ob wir nach 10 Jahren oder so immer noch Kollegen sind. Und ja, also ich würde es noch gut finden, wenn wir immer noch Kollegen würden in Kontakt haben. Ich würde Freude daran haben. Das Goldwäldli, das befindet sich im Lingeri Zoo, das ist so in einer Kurve. Dort ist dann ein Haus und da ist zwischen dem Haus durch müssen. Nachher hinten dran war das Wäldli. Wir haben es eigentlich Goldwäldli genannt, weil der Boden irgendwie so wie lehmartig war. Und Lehm ist ja meistens so ein bisschen gelblich. Und wegen dem haben wir es eigentlich Goldwäldli genannt. Weil der Boden eigentlich so wie goldig war von einer Art. Ja, und nachher haben wir dort aber immer ein bisschen Feuerchen gemacht und einfach Verstecke haben wir sicher auch viel gespielt und dann Nielen geraucht, einfach geklettert und zum Teil seitlang haben wir auch so Kung-Fu-Filme geschaut und dann sind wir dort auf den Baum gegangen und haben das Zeug irgendwie probieren nachzumachen, was sie in den Kung-Fu-Filmen gemacht haben und einfach so, das habe ich einfach immer gemacht, ein bisschen so. Aber es ist auch so wie eine Ausbuchtung hat es dort in dem, dort wo wir uns abends aufgehalten haben und wir haben dort nachher zum Teil noch ein bisschen grösser gemacht, den Platz. Der Ort ist eigentlich recht steil. Eigentlich. Also ja, kannst nicht einfach so normal rumlaufen. Also ja. Es hat auch viel Gestrüpp gehabt und Bäume. Und also ich glaube, das Wäldli, das ist glaube ich selber gar nicht mehr. Oder die dort auch, die haben schon zu unserer Zeit eigentlich schon ein bisschen irgendwie so Mästen gesetzt, dass sie dort Häuser bauen wollen oder so. Und ich persönlich bin schon mega lange nicht mehr dort gewesen. Also ich weiss wirklich nicht mehr, wie es aussieht. Ich weiss einfach, wie es früher dort aussieht. Ja, aber wir haben uns einfach dort getroffen. Vor allem eben, ja, ich bin viel auch mit meinem Bruder seinen Kollegen zusammen gewesen, wo ich einfach auch in meinem Heim war und eigentlich nur mehr meinem Bruder seine Kollegen kennt. Und dann sind wir halt auch hauptsächlich mit ihnen nachher dort aufgegangen in das Wäldli. Einfach auch vom Lingeritz und vom
von der Bielstrasse, Karmatistrasse und so. Einfach die Leute, die dort alle in der Nähe rumgewohnt haben. Es ist einfach so, ja, es ist einfach auch die Ausländervolk dort hier und Ghetto-Leute und ja. Also ich bin eigentlich ins Heim gekommen, weil ich eigentlich ein schwer erziehbares Kind war, oder? Meine Mutter hatte ein kleines Problem mit mir, mich in Schacht zu behalten, und darum bin ich nachher ins Bachtel gekommen, habe auch dort gewohnt. Zuerst auf einer geschlossenen Gruppe, oder? Du hast nur einmal pro Monat heim können, das ganze Wochenende. Sonst hast du einfach ein Wochenende dort können bleiben und zwei Wochenende waren, wo du einfach am Sonntag hast können heimgehen können, oder? Nachher bin ich eigentlich mehr oder weniger bei euch immer im Heim gewesen, eigentlich. Ich eigentlich mehr nur am Wochenende können das machen. Und nachher bin ich dann plötzlich mal irgendwie aufs Tanzen gekommen, also respektive mein Cousin, der hat auch Breakdance gemacht und das hat mir eigentlich recht gut gefallen und nachher habe ich das auch irgendwie auch probieren. Zuerst schon nur mit den, wie sagt man da, Hosenträger, wo gelbe Hosenträger und der Chap, wo oben noch so Lichtchen hatte, wie der Night Rider, der so hin und her leuchtet, oder? Und ich bin nachher auch durchs Breakdance bin ich eigentlich nachher auch recht, also haben mit den Leuten eigentlich auch recht gekannt, weil ich auch gut auch können tanzen früher, oder? Und das, der fragt sich dann auch niemand, ja, der kommt jetzt vom Bachtel oder so, das, ja, das ist einfach gute Tänzen und Fette, oder? Mir hat jetzt einfach nie so gedacht, dass ich eigentlich, ja, ich habe schon können tanzen, aber irgendwie, ich bin nie von mir überzeugt gewesen, sagen wir es mal so. Ich sage mir immer, ja, ich bin nie der Typ gewesen, der alleine etwas erreichen will, immer etwas erreichen mit einer Gruppe, und wenn du eine Gruppe hast, die nicht so, wo nicht das gleiche Ziel hat wie du, ist es eben nachher schwierig, oder? Und ich war meistens immer der Älteste von diesen Leuten und die hatten noch Angst im Kopf, sei ich mache das und jenes Scheiben einschlagen und weiss nicht was alles, oder? Und ich habe mit dem eigentlich irgendwie abgeschlossen, ich wollte mich aufs Tanzen konzentrieren und das war für mich wichtig gewesen. Und darum habe ich nachher, sind wir eigentlich mehr oder weniger auch auseinandergegangen, weil ja, ich habe mich nachher natürlich auch zurückgezogen, weil das habe ich nicht wollen. So die ganze Zeit mit der Polizei, das und jenes. Und das ist auch nicht so gut. Ja. Und viele Leute denken eben heute, Hip-Hop ist einfach nur cool anlegen, breite Hosen, Chapo, schräges Hosenbein oben. Und das ist von mir aus gesehen nicht, das ist nicht Hip-Hop. Das hat nichts mit Hip-Hop zu tun. Hip-Hop ist einfach auch eine Kultur, oder? Das hat mit der Kultur zu tun. Ich bin nachher auch nach der Schule bin ich eigentlich auf eine Lehrlingswohngruppe gekommen. Das ist eigentlich auch so eine Wohngemeinschaft in dem Sinn, wo einfach alles Lehrlinge drauf sind, wo einfach auch ein bisschen Unterstützung brauchen in der Lehre, oder? Und die hat ich nachher auch einfach unterstützt. Ich habe eigentlich dort auch gewohnt und so. Und dort war es eigentlich auch so gewesen, dass eigentlich jedes Wochenende eigentlich heim können, oder du hast einfach dort gewohnt, aber am Wochenende hast du heim können, so. Also ich muss sagen, am Anfang hatte ich eigentlich recht Mühe gehabt, zu sagen, ja, ich komme vom Bach, also ich bin im Bachtel in der Schule und ja, das Bachtelkind, ja, da ist eh nichts und so irgendwie. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn ich zurückdenke, bin ich froh, dass ich auch dort war, weil ich wüsste auch nicht, wie ich heute wäre, wenn ich dort nicht wäre gewesen, oder? Ich habe eine Lehre gemacht, Ausbildung und alles das, die Schule abgeschlossen und so. Und das hat mir eigentlich recht, die haben mich eigentlich recht unterstützt, was das anbelangt. Und die haben die einfach immer wieder aufgefangen, oder, wenn ich in ein Loch hineingefallen bin. Oder probiert die wenigstens aufzufahren, dass du nicht zu fest in ein Loch hineinkommst. Und du lässt dich selber auch eigentlich gut kennen durch das, weißt du? Also ich weiss jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt das Tanzen nicht hätte oder so, würde es bei mir vielleicht auch immer alles wieder mehr ansteigen und plötzlich Platz in einer Box irgendwie drei oder einfach mache einfach schon irgendwie etwas, weil ich nur vielleicht wegen so einem kleinen Ding. Und Tanz ist für mich halt einfach eine riesen Abwechslung, oder? Wo ich mich auspowern kann, meine Energie kann loswerden, oder? Dass ich wieder frische Energie kann eigentlich wieder aufnehmen in dem Sinn. Ja, es hat auch Leute gegeben, die ja einfach auch im Heim selber irgendwie schon nicht, wo einfach recht negativ aufgefallen sind. Und die sind nachher draussen halt auch ein bisschen abgestürzt, das gibt es schon. Das ist aber auch auf der Lehrlingswohngruppe. Da die Leute haben es einfach nicht geschafft, haben vielleicht zwar die Lehre gemacht und so, aber einfach nachher das Leben nicht in den Griff bekommen. Und ich muss zwar sagen, ja, mein Leben ist eigentlich gut im Griff und ich keine Schulden und nichts, oder? Ich habe eine Wohnung, habe einen guten Job und was will ich mehr, oder? Das ist das Wichtigste irgendwie.
Das Quartier Lingeritz ist ein Quartier, wo zur Hälfte von Migranten, zur Hälfte von Schweizern bewohnt wird und auch, wo ein grosser Anteil an sagen wir, sozial schwierigen Fällen behauset, wo wohnen dort. Und das hat dazu geführt, dass die Stadt Grenchen und das Bundesamt hat man beschlossen, man wette da ein Quartierentwicklungsprojekt aufgleisen. Und unser Verein hat dort mitgeholfen als Projektpartner, insbesondere für die Migranten, die in dem Quartier leben, also zum, dass die auch mit einbezogen werden, dass die mitmachen, sowohl bei der Befragung wie auch dann bei den Workshops. Und da ist einfach der Wunsch nach einem Platz, wo man Sport machen kann. Der ist also sozusagen von allen, vielleicht nicht von den Senioren, aber von allen anderen ist das genannt worden. Also das ist wirklich, kann man sagen, auf der Rangliste Hit Nummer 1, kann man sagen, ist der Sportplatz gewesen. Und so weg ist eigentlich dann das Projekt realisiert worden mit einem minimalen Budget und auch aber eben als Gemeinschaftseinsatz von verschiedenen Projektteilnehmern. Insbesondere eben auch von den Quartierbewohnern. Also der Fußballplatz als erstes Mal im Auffall ist, dass er sicher alles andere als perfekt ist. Also überhaupt nicht, was man sich als schweizerische Perfektion vorstellt. Und das Auffälligste ist wahrscheinlich, dass der Platz eigentlich gar nicht mehr Gras ist, wie es ursprünglich war. Wenn jetzt der Platz immer grün wäre, dann würde ich mir persönlich sehr grosse Gedanken machen, warum das so ist, weil der sollte ja genutzt werden. Jetzt, wo der Platz blau ist und nicht so toll aussieht, weiss ich, dass der sehr genutzt wird. Und ich sehe es auch jedes Mal, wenn ich vorbeifahre, es hat einfach immer Kinder drauf, die rumrennen. Und für das ist ja der Platz eigentlich auch gemacht worden. Er ist nicht gemacht worden, damit es schön aussieht in diesem Quartier, sondern dass die vielen Kinder und Jugendlichen, die in diesem Quartier leben, neben den Ort haben, wo sie sich treffen können, wo sie sich austoben können. Und eben, das Fehlen von dieser Grasnarbe, das ist genau der Beweis, dass das stattfindet. Wenn ich im Quartier selber bin, da ist es für mich, jedes Mal gehe ich an dem Platz vorbei oder fahre vorbei, schaue drauf und ich freue mich einfach jedes Mal. Das ist für mich, eben, wenn ich so sage, eine Herzensfreude. Wenn ich sehe, den Platz, das Produkt, das jetzt da ist, wo trotz Schwierigkeiten da ist, wo im Vorfeld haben den Haufen gesagt, ja, das wird nie etwas geben, da würden nie Leute kommen, musst du schauen, die Ausländer, die können nie helfen, und da wird eh alles wieder kaputt sein, musst du dann schauen. Und jetzt ist es 3 Jahre her, seit der Platz im Betrieb ist, die Goal, sie sind immer noch gut dran, es ist nichts kaputt, der Platz sieht auch nicht dreckiger aus, wie irgendwo sonst nehmt, auf einem Platz, wo hier und da mal etwas rumliegt. Das Problem gibt es auch an anderen Orten, das ist also nicht Lingeritz spezifisch. Es hat immer Kinder dort, wo, oder Jugendliche, man sieht Frauen, die an dem Tisch sitzen, wo es hat, wo die Bürgergemeinde gespendet hat. Man sieht Jugendliche am Abend, dort sich treffen, Buben, Mädchen, Kleine, Ältere, Ältere, und ja, es freut mich einfach jedes Mal, wenn ich das sehe, und es gibt mir auch Energie, um einfach mich weiterhin in dieser Sache zu engagieren. Ich denke, warum dass ich das Amt von der Präsidentin Vigrange Mélange angenommen habe, hat sicher etwas mit meiner persönlichen Lebensgeschichte zu tun. Ich habe im gesamten 8 Jahre im Ausland verbracht, 4 Jahre in Indonesien und vorher 4 Jahre in Nordjemen. Und in dieser Zeit habe ich selber erlebt, was das heisst, wenn man als Ausländerin in einem Kulturkreis ankommt, wo also wirklich fast nichts mit dem zu tun hat, wo man gewohnt ist. Und das ist für mich im Nordjemen, das ist eine enorme Konfrontation gsi mit meiner eigenen bisherigen normalen Identität, was ich als Norm angeschaut habe. Plötzlich ist da ein Leben gsi, ein Kulturkreis, wo sich eben als so normal angeschaut hat, wie ich mich auch in meinem Verhalten, und ist aber doch plötzlich nicht mehr der Norm entsprechend gsi. Das hat mich einerseits fasziniert,
Aber es ist natürlich auch, dann auch schwierig für mich. Also meine eigene Identität irgendwo in diesem neuen Kulturkreis einzubringen. Dann bin ich auch bereit gewesen, mich in gewissen, bis zu einem gewissen Punkt anzupassen. Aber es hat absolut Grenzen dann auch gehabt, wo ich gesagt habe, nein, also irgendwo kann ich ja auch nicht total jetzt eine Jemenitin werden, das geht ja nicht, oder? Und eben das damit umgehen dann und irgendwie eine Lösung finden, einfach das Bewusstsein, dass das gar nicht einfach ist und dass man auch manchmal, wenn man die besten Absichten hat, ins Fettnäpfchen trampelt, dass man irgendwie sich einfach unpassend benimmt, obwohl man das nicht wette. Und all diese Sachen, die sind mir bewusst, wenn ich da, das sind eigentlich so die Punkte, die mich dazu bewogen haben, mich für diesen Verein so zu engagieren, weil ich denke, das ist etwas, wo man wirklich einen Beitrag leisten kann zum Zusammenleben. Wir haben dort angefangen. Eben 1979 haben sie das eröffnet. Und nachher sind wir auch einmal irgendeinen Sonntag dort durchgelaufen, wo die haben angefangen hatten, die anderen schon alle. Das ist vorher, das Land hat einem Bauer gehört. Dann sind wir dort bei einem Weg durch, wo eben ein Haufen Bretter gelegen sind, alte, für ein Hütli zu bauen. Also der Platz war schon gut weggemacht. Das war das Schöne für uns. Und dann hat halt der Mann gesagt, also jetzt nehmen wir das gerade. Und ich habe gesagt, aber doch nicht gerade beide, das ist ja viel zu viel, das ist ja ein grosser Bit. Ja, aber das gehört jetzt halt gerade zusammen. Dann haben wir halt eben beide genommen. Und dann haben wir dort angefangen, eigentlich im Herbst 1979. Ja. Und im Frühling haben wir nachher das Häuschen bauen. Und haben wir Bäume gesetzt. Zuerst haben wir drei gehabt, Zwetschgen, Äpfel und Birnen. Das Zwetschge ist eines Tages umgekehrt, ist einfach kaputt drinnen. Ja, und seitdem sind wir dort und haben dort eigentlich ganz schöne Jahre verbracht. Und jetzt bin ich auch alleine, schon 15 Jahre. Aber ich will es also noch behalten. So lange wie möglich, ob schon es mir manchmal schon ein bisschen viel wird, aber solange ich Hilfe habe, gehe ich wieder. Oder auch jetzt bin ich auch nicht mehr so. Im Anfang habe ich auch gerne ein bisschen nicht so wollen. Hilfe dringend um, aber jetzt bin ich nicht mehr so. Jetzt, wenn ich halt etwas gerade nicht kann, dann gehe ich halt, wenn einer um den Weg ist von diesen Mann, gehe ich halt fragen, kommst du mir geschwind helfen? Und nachher geht das gut. Ja. Die andere Frau, die mir hilft, die will gerne umstechen. Und ich sage halt, ich tue nicht mehr umstechen. Der Enkel kommt mir im Frühling fräsen. Aber das tut gerne umstechen, solange es noch mal. Und dann soll es umstechen. Und nachher im Frühling kommt er fräsen drüber. Und dann haben wir Herdöpfel gesetzt. Kohlräbli, Rüebli. Jetzt habe ich hier die Woche, letzte Woche, die Höckerli-Bohnen auf ein Bettchen gesetzt. Und Tomaten und Zugetti. Sechs, das haben sie auch alle gerne, haben gerne Zugetti. Und Peperoni gibt es dann noch. Die sind jetzt noch daheim, die sind noch nicht gerade gemacht. Das ist jetzt sowieso wieder gekaltet und die haben das gar nicht so gern. Die andere Frau, die mir hilft, die tut die auch anseien. Und dann haben wir ja gerne viel zu viel, oder? Man sagt ja gerne mehr, als man braucht. Man weiß ja nicht, was dafür kommt. Manchmal kommt eben auch nicht viel für. Und dann tut man lieber ein bisschen mehr säen. Und dann hat man wirklich auch eine wunderschöne Setzung. Und warum soll man das? Futschessen, dann schaut man jemanden, wer gerade ein bisschen brauchen kann und bringt ihn das, oder? Und dann ist die Gänge alle froh. Mal so, die wir schon untereinander jemanden austauschen. Oder jetzt gestern gerade bin ich da unten gewesen. Und bin schon um 10 Uhr unten bin ich eben. Und habe nachher Spaghetti mitgenommen und Tomatensauce, die ich auch selber eingekocht habe, letzten Herbst. Und nachher habe ich übergerufen, die waren auch da gewesen, südlich von mir.
Aber ich habe dann gesehen, dass sie schon im Schmine angeführt haben. Dann habe ich gesagt, oh, jetzt habe ich gedacht, ich mache ein bisschen Spaghetti, dann könnt ihr zu mir essen. Und dann sagt sie, ja, es hat noch Boulet-Bein, zwei. Aber ich soll doch zu ihnen kommen, damit wir machen. Dann habe ich gesagt, also dann mache ich Spaghetti und du kannst ja die Boulet-Bein gleich machen. Dann haben wir halt Spaghetti gehabt mit Tomatensauce, wie das noch. Ein bisschen Boulet-Bein und Salat, das war doch schön gewesen. Dafür habe ich nachher nicht viel gemacht im Garten. Da sind wir halt ein bisschen zusammengehockt. Das passiert halt auch. Und jetzt südlich von mir, die, mit denen habe ich sehr guten Kontakt. Vorher auch mit denen westlich. Aber die haben jetzt auch vor zwei Jahren müssen aufhören, altershalber. Und jetzt, gut, jetzt ist er wieder eine frische Frau. Und die ist nicht viel da. Die sehe ich einfach nicht viel. Aber wenn sie da ist, dann haben wir auch ein Dutzend gemacht. Ich sage, ja, das ist am besten so. Und dann reden wir ein paar Worte zusammen. Und ja, das ist gut. Und die gegen, auf dieser Seite vom Strössli, das ganze Strössli kenne ich sehr gut. Dort machen wir eben dem Augusten wieder ein Risotto-Essen. Bei einem von denen, der hat die eben ein grössere Bergola, wo wir eben die alle Platz haben. Und vor allem eine deckte Bergola, was ich eben nicht habe. Eins macht ein Aperitif bei sich. Nächstes Jahr sind sie in der Schinstra, hat es geheissen. Und dann nachher das Risotto haben wir gleich gleich genommen. Das geht gleich lustig oben. Am Anfang sind wir halt wirklich nur Schweizer und Italiener, hat es einfach gehabt. Und nachher noch sind die Jugoslawen gekommen, oder? Und Kosovo und einfach Türkei, alles haben wir jetzt. Aber das macht nichts, das ist schon recht. Wenn sie sich ein bisschen anpassen, oder einfach halt ein bisschen so machen, wie wir sie auch hier in den Statuten haben. Wir haben ja das und sie haben das auch. Aber sie schauen das halt vielleicht nicht an. Und dann gibt es manchmal jetzt doch ein bisschen Reibereien. Aber dann eben, mir ist jetzt gestern endlich gekommen, Nächte ist er gekommen, der Tamil, habe ich ja gesagt, gerade wenn man von mir weitergeht, beim Häuschen vorbei, das Nächste, wo eben noch gar nichts gemacht hat, der Frühling. Und gestern ist er plötzlich, habe ich gehört, dass er Rasen mäht. Aber dem kannst du einfach gar nicht böse sein. Der hat mich gesehen, dort, wo ich aufstehe, schaut er auch. Und der hat gestrahlt wie eine Sonne und gelacht. Und was habe ich sollen sagen? Ich bin auch noch zu ihm gesagt, warum bist du nicht ändern, etwas machen? Mach doch das ein bisschen in die Ordnung. Ja, jetzt komme ich. Jetzt bin ich eine Woche in Frankreich gesehen und gesagt, ja, eine Woche. Wir tun schon lange gegangen, du hättest schon lange mähen können. Ja, Meier ist kaputt gewesen. Zuerst müssen wir den flicken. Aber jetzt kommen, ich mache jetzt. Auch Samstag wollen wir jetzt kommen, aber das glaube ich ja noch nicht. Also, gesagt, aber sicher, gell, jetzt kommst du. Es gibt auch solche, die einfach so ein Häuschen gekauft haben. Wenn sie halt gesehen haben, dass so am Sonntag die Leute dort höckeln und zündeln. Und meinen, das kann man dann gehen, aber man muss halt zwischendurch noch wieder etwas machen, dass man es dann wieder so geniessen kann. Ja, sonst geht es ja auch nicht, oder? Daheim müssen sie ja auch, wenn sie es in ihrer Ordnung haben. Aber wir haben angefangen mit Herdöpfel ein bisschen mehr, das gibt nicht so viel zu tun, oder? Das kann man auch sein, einfach setzen und ein bisschen häufeln und nachher ist das gut, bis man es ausgemacht hat und der kommt nachher wieder all der Endive und Zuckerhut und Nüssler und das kommt nachher wieder dorthin und das gibt nachher auch nicht mehr viel zu tun. Manchmal muss man einfach auch ein bisschen abbauen. Ja. Und dann halt auch an anderen Orten gehen wieder frische Blumen. Jetzt habe ich wieder gesagt, die sind zwar jetzt erst so. Und das gibt eben auch Arbeit, gehen die Blumen gehen so viel zu tun wie das Gemüse. Und das muss ich eben selber machen. Das macht es die anderen nicht so gern. Sie wollen lieber Gemüse und nicht Blumen. Die bringen ja eigentlich nicht so viel. Aber mir eben schon. Der Frühling hat es halt wieder wunderschön blüht, weil so viele Zwiebeln im Boden sind. Oder? Und die haben wirklich, das war ein Blumenmeer gewesen. Und eben die Haufen Dahliengänge, die Rosen. Das Rosenbäumchen ist alle Jahr zweimal wunderschön. Und eben auch, als mich der Nachbar gefragt hat, willst du nicht auch da, willst du nicht auch da ein Schildchen her tun? Und was wollen wir drauf schreiben? Habe ich gesagt, eben ja, Blumenweg, was? Ich weiss jetzt gerade keinen anderen. Ich glaube, der passt. Da ist früher
das Hotel Ochsen gestanden. Und dort hat es ein sogenanntes kleines Gässchen gegeben. Und dort haben sich 1918 die Ereignisse abgespielt. Und in etwa an dieser Stelle ist die Gedenkplatte, wo man diesen drei Opfern denkt, diesen drei unschuldigen Männern, die beim Generalstreik von einer wild gewordenen Armee abgeschossen worden sind. Ich bin vor mehr als 30 Jahren auf Grenchen gekommen und weil ich mich eben für Geschichte interessiere, habe ich mich auch mit dieser Geschichte auseinandergesetzt, um zu verstehen, wieso ist Grenchen heute so. Was mich jetzt persönlich eben berührt hat, ist die Gründe, die zum Generalstreik geführt haben, dass Grenchen die Situation besonders schlimm war. Und zwar besonders schlimm, weil man hat keinen militärischen Kommandant gehabt. Man ist von der Armeeseite her nicht orientiert worden und hat sehr wahrscheinlich, das kann man sogar nachlesen, extra gegen Demonstranten, die übrigens zuerst Solothurner Truppen entwaffnet haben. Und Solothurner Truppen haben nicht auf die Grenchen geschossen. Und dann hat man Waldländer Kavalleristen angeholt. Waldländer, erstens einmal haben sie nicht Deutsch verstanden, haben sowieso etwas gegen die Deutschschweizer. Und zweitens waren es Bauern, die sowieso gemeint haben, Kommunisten und Sozialisten nehmen ihnen den Hof weg. Und das hat dann zu diesen unglücklichen Verkettung geführt, von diesen Schiessereien, die drei Männer unschuldig sind, von hinten eigentlich auf der Flucht verschossen worden. Bei meinten ist über Jahre lang hinweg erzählt worden, ja, seine Mutter sei krank gewesen, er sei nochmal in die Apotheke gegangen. Und der zweite, der verschossen wurde, ist das nochmal aus Zufall dort gewesen. Geschichten, die einfach zeigen, dass man es nicht vertaut hat. Und es gibt ja in dieser Schweiz immer noch so dumme Geheimen, wie ein SVP-Parteipräsident, der sagt, der Streik sei eine Sache der Kommunisten. Aber dass der Generalstreik aus blanker Not entstanden ist, das wird ausblendet. Nein, mich hat es berührt, weil ich in der Politik tagtäglich erlebt, dass man unversöhnlich vis-à-vis steht, dass man einander wirklich das Leid lebt, dass man einander kaputt macht, dass man eigentlich 90 Jahre lang zwei Geschichtsschreibungen gehabt hat. Und da haben wir den Mut gefasst, eigentlich eine Strassenausstellung zu machen. An den Schauplätzen, wo es Demonstrationen gegeben hat, wo es die ersten Schiessereien gegeben hat, wo Reden gehalten worden sind. Und am Schluss von dem 90-jährigen Jubiläum, Anführung und Schlusszeichen, haben wir doch wahrhaftig fertig gebracht, dass man nicht nur das Geld zusammengebracht hat, um Gedenksteine zu setzen oder eine Gedenkplatte zu machen, sondern unter Mithilfe von den Kirchen, von den Gewerkschaften, auch von anderen politischen Kräften, hat man die Platte können setzen. Und das ist für mich so wie ein Abschluss von einem jahrelangen Konflikt, wo eigentlich bewegt, dass man jetzt wieder vorwärts schaut, dass man die Konflikte zwischen Arbeitgeber, zwischen Arbeitnehmer, zwischen links, zwischen rechts, zwischen oben und unten eigentlich wieder neu angeht, dass man die Konflikte vergisst, dass man sieht, dass eigentlich alle im gleichen Boot sind. Und das hat mir innerlich wahnsinnig gut getan. Ich vergiss den Tag nie, es war ein Freitag zu oben. Und es ist für mich sehr wahrscheinlich einer der eindrücklichsten Momente, den ich erlebt habe. Ich habe auch bei den Ansprüchen der Pfarrer gemerkt und auch von anderen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, dass wirklich jetzt der Wille da ist, einander zu vergeben, vorwärts zu schauen und vor allen Dingen im Mitmensch gegenüber so rücksichtsvoll sein, dass eben solche unnötige Sachen nicht passieren. Ja, jetzt sind wir da im Gärtli aussen, oder? Und in diesem grösseren roten Tisch, ovale, ist unter Birke, bringt uns viel Schatten.
weil wir keinen Sonnenschirm haben. Und dort waren vier Tische, vier gelbe Tische, sehr schön zu dem grünen Gesträuch ringsum. Und obendrauf einfach sehr schöner Sonnenschirm, besten 4 auf 4 Meter. Und hat also alles gedeckt. Und das ist wirklich, haben die Leute geschätzt. Und dann kommt die Stege vom Restaurant. Und die ist schon ziemlich steil, oder? Ist zwar noch eine schöne, zwar sehr alt. Und mit schönen Struktionen. Weil es sind so Rosen dran, aber es wäre ja nötig, dass man die einmal renovieren. Eben, das Haus ist ja schon so alt, über 100-jährig. Und wir wollen, also es eigentlich nicht abgeschlossen werden müsste, sondern renovieren, auf eine schöne Art. Und zum Servieren war es manchmal schon mühsam, mit den Tellern durch die Stegen ab. Und voll Suppe, da war der manchmal ein bisschen gefährlich. Ich war mit der Gäste bin streng, weil sie von aussen Musik gemacht haben oder so Radio gehört. Gerade am Anfang sind so die Jungen gekommen. Und wenn wir auch keinen Lautsprecher hatten, haben sie das Radio mitgenommen. Aber dann bin ich da raus und habe gesagt, jetzt abstellen, sonst rühre ich den Radio weg. Wir mussten schon streng sein. Aber heute ist aus diesen Gielen ist auch etwas geworden. Der eine ist ja der gute Dirigent, José de Mena. Und natürlich der schöne Rosenstrauch, der neben zu suchen ist im Haus auch. Und die Rosen sind ja schon etwas Sensationelles. Die grossen Buschigen, das ist, und die schönen Farben und der Geschmack, das ist also viel, viel bewundert worden. Und was die auch im Sommer gegeben hat, wo die Gäste konnten zuschauen, oben beim grossen Rosenbaum hatte es ein Vogelnestchen gehabt. So halb oben, schön versteckt. Oder? Und das war so herzig, so heimelig. Und dort sind Damseln gekommen und haben in diesen kleinen die Würmchen-Schnurren hineingegeben. Man konnte zuschauen. Also. Das war so herzig und die Gäste hatten auch so Freude gehabt. Oder was auch war mit diesen Vögeln. Die sind manchmal nicht Damseln, sondern Spatzen. Wir haben einen runden Tisch im Restaurant. Und am Sonntag hat es immer Chips gegeben. Und dann sind die Spatzen reingekommen. Zack, einen aus dem Körbchen genommen. Wieder raus fressen, wieder reingekommen. Das war auch etwas für die Leute, also wie die kennen. Oder für die Kinder. Das war also super. Ja, eben, uns freut es schon immer, wenn wieder jemand kommt, reinschaut. Und wir tun gerne auch mit ihnen zusammen etwas nehmen, etwas trinken, geniessen. Und sie können ja ihnen manchmal etwas, so sagen wir, wo jemand müde ist, hückeln oder da studieren. Und wenn wir es sehen, dann kommen wir raus und sich mit ihnen sich ein bisschen unterhalten. Auf jede Art. Ich tue gerne mit ihnen reden. Das ist immer herzlich willkommen, wer kommt. Das ist soll schon so sein. Und wir haben einfach Tiere meistens auf, wenn es schön Wetter ist. Vor allem auch noch für die Katze, dass die es daheim hat. Warum, als wir eigentlich auf Grenchen gekommen sind? Plötzlich sagt der Mann, also, wir wollen jetzt etwas anderes. Jetzt musst du schauen, als wir etwas überkommen oder so. Und dann war plötzlich da eins ausgeschrieben von Grenchen. Da sind wir am schauen und es war wirklich ein heimeliges Stübli. Da haben wir gedacht, das ist für uns recht. Nicht grösser. Am Anfang war es noch schwer, da
ich weiss nicht, sie war einfach ein bisschen eingegangt gewesen. Wenn wir sind einkaufen, gegen die Aare durch, da ist mir das Herz aufgegangen. Und wenn wir wieder heimgekommen sind, ist wieder der Grenkenberg. Und das hat wieder einen Kropf gegeben. Das ist etwa 2 Jahre gegangen. Und dann mit der Zeit ist das angekommen. Und jetzt lebe ich mir sehr angenehm da, wirklich. Zuerst ist es schon geheissen, ja, das, ihr werdet noch etwas erleben. Und ihr seid so fremd. Ihr habt es auf jeden Fall sehr schwierig, hierher zu kommen. Und es ist ja wahr, wir haben eigentlich Grenchen überhaupt nicht gekannt. Nein, es ist also schön, aber es war schon mühsam noch gewesen. Und dass es mit der Zeit halt schon angehängt hat, das war vielleicht auch der Grund gewesen, warum wir aufgehört haben. Wir sind einfach ein bisschen am Boden gewesen. Ja, und eben, wir haben eigentlich auch wollen, dass wir nachher noch etwas vom Leben haben. Weil wenn du den ganzen Tag im Restaurant bist, vom Morgen um 7:30 bis der Nacht um 12:01, das ist und einfach am Feierabend noch putzen, du hast einfach nichts mehr vom Leben, nichts mehr vom Eheleben. Es ist familiär, es geht eigentlich ein bisschen viel auch noch kaputt. Was wir jetzt wieder mehr geniessen können.